Ja, neuer Tag, neues Glück. Heute ein Scheißtag. Wenn ich rausgucke, boah, kalt, feucht, regnerisch. Ja, typisch Novemberwetter. Und immer wieder bekomme ich mit, dass viele Menschen wetterfühlig sind, Novemberblues haben, Novemberdepression. Und ich muss gestehen, mir geht das seit ewigen Zeiten schon ähnlich. November ist für mich ein schwieriger Monat, ein beschissener Monat früher. In den letzten Jahren bin ich da öfters abgehauen, nach Südeuropa, in die Wüste von Tabernas, nach Portugal, an die Algarve, an die portugiesische Westküste. Das war cool, das war prima, das hat mir geholfen, das war einfach geil. Auch mal einen ganzen Winter auf Sizilien verbracht. Aber aktuell bin ich körperlich nicht mehr so robust und antriebsstark wie früher. Und außerdem freue ich mich mal wieder einen Winter bei meiner Frau in Büdingen zu verbringen. Und ich liebe auch den deutschen Herbstwald. Und noch in den letzten Tagen war er hier im Büdinger Wald, war der Herbst noch klasse, war schön, trotz Nebel und Regen. Ja, und heute ist es so, boah, ey. Und da gibt es jetzt ein ja, übliches Antidepressiva, was Spezialität auch von Samira ist, denn nämlich Plätzchen backen. Antidepressiva Plätzchen. Heute gibt es Spritzgebäck. Und ja, hauen wir mal rein und genießen einen Indoor-Tag am warmen Kaminofen und beim Plätzchen backen und gelegentlich auch beim Plätzchen verzehren. Mal los. Draußen ist das Wetter eklig, aber hier drinnen nicht. Und wir machen ja immer unser Spritzgebäck hier noch aus einem uralten Kochbuch. Neulich hatte ich ein falsches in der Hand, da waren die Vanillekipferl nichts. Und das ist schon so alt, dass man das hier abheften muss. Und hier haben wir unser gutes altes Rezept. Natürlich mit einer ordentlichen Portion Amaretto. Oh, da habe ich Bock drauf. Und ganz wichtig auch, Bio-Haselnüsse. Haselnüsse müssen in unser Spritzgebäck unbedingt rein, auch wenn das nicht in jedem der Fall ist. Und dann legen wir mal los und schauen, was dabei rauskommt. Mama, da ist ja sogar Bio-Haselnüsse gekauft. Wichtig ist, dass die Butter schön weich ist und zwar schon über Nacht außerhalb vom Kühlschrank. Sonst funktioniert das hier nicht so gut. Hausfrauenrezepten meistens nicht drin steht, dass man zum einen die Butter weich haben muss, wenn man sie mit dem Zucker schaumig schlägt und ganz wichtig, dass das Ei und die Butter die gleiche Temperatur haben, also beide möglichst im gleichen Raum aufbewahrt werden, denn sonst ist das Ei zu kalt und verbindet sich nicht gut mit der Butter, weil das eine ist ja Fett und das Ei enthält Wasser und Eiweiß. Und damit das Ganze sich zu einer schönen Masse verarbeiten lässt, darf nicht das eine viel kälter wie das andere sein. Send me, baby.
brauche es sicherlich nicht zu betonen, dass ich den rohen Teig noch lieber mag wie die später gebackenen Plätzchen. Also der rohe Teig bei Spritzgebäck, ja, der ist ja, den futter ich seit meiner frühesten Kindheit. Und gleich werde ich auch ein bisschen abgreifen. To say it clear, to say it cool, it's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop, you feel the devil's riding crop. Get ready for the future, it is murder.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Lass sie doch einfach runterkommen. You always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Thank you for your generosity. This is a gesture of compassion to the elderly. You know, I was talking with some of the guys. Some of the guys in this band are kind of, you know, over the hill. And they were talking about the various stages that a man goes through in relation to his allure to the opposite sex. It was not a scientific evaluation, just something that arose over a cup of coffee. It went something like this. You start off irresistible, and then you become resistible. Then you become transparent, not exactly invisible, but as if you're seen through old plastic. And then you actually do become invisible. And then, and this is the most amazing transformation, you become repulsive.
But that's not the end of the story. After repulsive, you become acute. And that's where I am. Yeah, my friends are gone, and my hair is gray, and I ache in the places where I used to play. Gerade hat mich meine Tochter Samira gefragt, ob wir nicht noch eine Radtour machen wollen heute. Und ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit verweigert. Nein, ich habe heute keinen Nerv mehr, mich in die Kälte zu stürzen, in die Nässe zu stürzen, im Schlamm auf die Schnauze zu fallen, die Hunde einzusauen von oben bis unten, die Hunde anschließend wieder hier mit Gartenschlauch zu entziffen, um dann schlagkaputt vor dem Kaminofen zu sitzen. Hab ich heute keinen Bock. Also, das ist hier auch mal schön, so ein Indoor-Projekt mit Plätzchenbacken. Das liebe ich seit 70 Jahren, wollte ich nur mal so gesagt haben. But I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. And I said to Hank Williams, how lonely does it get? Oh, Hank Williams, he hasn't answered me yet. Oh, but I hear him coughing, oh, all night long. Above me in the Tower of Song.